Vorgestern ist sie gestorben. Mir blieb der Rest aus meinem Glas dicht über dem Kehlkopf stehen. Vorgestern. Wieder hatte der Teufel mir die Spur verwischt. Lauter Hinterbliebene. Wem müssen wir unser Beileid aussprechen? Frau Genkin, Claire Genkin, ihre Tochter. Sie hat das Lokal schon seit einem halben Jahr geführt. Ist Frau Claire Genkin heute hier zu erwarten? Nein, ich glaube kaum, dass sie herunterkommt. Sie können sich vorstellen. Wir konnten uns vorstellen. Frau Claire kam dann allerdings doch noch herunter, aber aus einem anderen Grund, als wir und sie geahnt hatten. Der Vorhang an der Tür teilte sich und ein großer, schwerer Bursche schob sich durch die Falten. Er machte den Eindruck eines gut gepolsterten Eishockeyspielers. Nur die blasse Farbe seiner Haut verriet, dass er mehr im Mondschein Sport trieb als am Tage. Er hatte ein rundes Gesicht mit einem Anschein von Härte und dünnes blondes Haar mit einem Mittelscheitel. Seine Ohren waren groß und schienen nicht so schnell abzureißen zu sein. Trotz allem staunte ich weniger über ihn, als über das, was hinter ihm herkam. Ich traute meinen Augen nicht. Es war ein Mädchen mit wallenden Haaren. Das letzte Mädchen, das Stefan Reinhold in seinem Leben sah.